Was geht bei der Butchern? Kirby Stylies, weiter geht's hier. Wir haben jetzt hier noch ein paar Modis zu erledigen. Ja, Stern-Slam-Helden, Heckmeister und ultimative Auswahl sind die... Ist halt die ultimative Auswahl zurzeit. Ahaha, nee, Spaß. Auf jeden Fall... hieß es Stern-Slam oder Super-Slam-Helden? Ich habe keine Ahnung, werden wir jetzt herausfinden. Let's go, Boys. Ich zeige euch diesen Modus hier. In diesem Part. Start. Achtung, ein Meteor rast auf uns zu. Gib ihn ordentlich eins mit deinem Schläger. Drücke... um die Powerleiste aufzuladen. Lade sie dabei so weit wie möglich auf. Schwinge den Joy-Con im richtigen Moment, um den Meteor mit einem tollen Schlag zu erwischen. Okay, ich habe hier Knopfsteuerung. Dann nehme ich das mal. Dann muss ich ja hier was anderes machen. Ein Meteor rast auf das Tor zu. Schlade die. Ja, ja, ja. So. Habe ich das jetzt richtig? Ich habe das, glaube ich, richtig gemacht. Wie ist meins gut? Werden wir ja wahrscheinlich danach auch herausfinden. Okay. War gar nicht so krass. Okay. Land in Gefahr und Welt in Gefahr sind jetzt verfügbar. Okay. Ist halt ein Minispiel. Okay, das sind halt einfach nur normale Minispiele. Ich will aber jetzt hier trotzdem noch mal Erster werden. Deswegen machen wir das jetzt mal hier. So, und hier muss ich wahrscheinlich das einfach so in der Mitte landen lassen. Genau! Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, perfekt. Oder ist ein bisschen besser als davor. Das sind einfach nur Minispiele. Okay, ja gut. Ich denke mal, ultimative Auswahl wird dann... kein Minispiel sein, sondern ein richtiger Modus. Und Heckmeister wird vielleicht auch ein Minispiel sein. Ich weiß es nicht. Wow. Ich habe das UFO getroffen. Ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Das ist schon krass, auf jeden Fall. So, wir waren jetzt hier Erster. Zählt das jetzt auch als was, oder... Nee, ist nix, es passiert nix. Land in Gefahr. Ja, komm. Machen wir das mal. An sich. Dieselben Modis. Fuck, das war falsch. Oder scheiße. So, solange ich Erster werde, ist es mir echt egal. Aber werden wir gleich sehen. Oh, oh. Wir sind nicht Erster. Okay, Boys. Müssen wir auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen besser machen. Ja, ja, ich weiß hier. Ich weiß, dass ich hier auf jeden Fall nicht, ne, richtig hier drauf gehauen habe und so weiter. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, aber es ist wirklich schwierig, das zu timen. Okay. Warum habe ich so wenig? Okay. Ich glaube, das ist ein bisschen besser als davor. Wie gesagt, ich will hier auf jeden Fall bei jedem einfach Erster werden und dann ist das für mich auch gegessen. Ja, ich bin Erster hier. Gut. Wir haben hier auch über 4000. Wir haben 5000. Boah, 5413. Nicht schlecht, meine Damen und Herren. Ist okay. Wir haben das Doppelte. Wir haben doppelt so viel wie der Zweite. Also. Auf jeden Fall Crank hier. So, Modus Bildschirm. Jetzt gibt es ja noch hier... so gesehen, die dritte Schwierigkeitsstufe. Oder er gesagt, das dritte hier. Lade sie dreimal und erwische den Meteor, bevor er das Land zerstört. Und hier ist fünfmal. Okay.
Oh, Alter, wir sind richtig hyped. Ich glaube, wir sind richtig hyped. Wenn das jetzt der erste Platz direkt wird, dann ist easy. Dann, nice, so Mordico. Fuck. Grün war bis... Alter, grün war... Okay, grün war komplett krank, okay. Ja, first try. Wäre es eh nie geworden, denke ich mal. So, machen wir natürlich nochmal hier. Nice. Okay. Aber ich glaube, ich habe trotzdem nicht... Ich habe es trotzdem, glaube ich, nicht so ganz weit. Also ich... Nee, ich denke, ich bin so ungefähr Dritter oder so. Nee, ich bin Erster sogar. Awesome. Okay. Ja, gut, ich bin Erster, weil die anderen verkackt haben, aber es juckt nicht. Wir haben das jetzt hier auch auf jeden Fall jetzt hier durchgespielt. In meinen Augen. Wir haben jetzt hier bei jedem Erster erreicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auf die Prozentzahl geht, aber... Naja. Ob das irgendwelche Prozente bringt. Ja, es hat sogar Prozente gegeben. Ihr seht schon selbst. Sternslam-Helden, Herz. Awesome. Dann spielen wir noch Heckmeister. Ich hoffe, dass es... Oder er gesagt, Hackmeister. Vielleicht heißt es ja auch Hackmeister, weil jetzt hier Echse sind. Okay. So, und hier machen wir das genauso. Hacke den Baum so klein wie möglich. Genau, das hat mit Hacken nichts zu tun. Bevor die Zeit abläuft, schwinge den Joy-Con für einen Axthieb. Achte auf Raupen und Gordos. Weiche mit Hilfe von... Ja, aus. Gordos fliegen auf andere Bäume. Haue deinen Baum so klein wie möglich, um ein Blockhaus zu bauen. Okay, das sind coole Minispiele auf jeden Fall. Hack Lehrling, wir fangen langsam an. Hacke den Baum klein und gehe den Raupen aus dem Weg. Ach, okay, warte mal. Ach, das ist... Mann! Na, es ist nicht so mein Spiel. Ich habe nur 2100. Okay. Ja, wir machen das nochmal. Nein, ich darf nicht so spammen. Wobei hier schon. So, jetzt kann ich wieder spammen. Jetzt kann ich komplett spammen. Ja, aber guck mal. Trotzdem ist einer besser als ich. Okay, wir müssen hier... Alter. Okay, wobei wir am Anfang verkackt. Deswegen. Aber ich glaube, das lernt man halt nach einer Zeit hier. Na, fuck. Aber jetzt kann ich hier spammen. Spammen unmöglich, ja. Okay, ich bin Erster. Awesome. Gut, ich bin Erster. Wir sind schon selbst. Puh. Wir haben es doch noch geschafft hier, meine Damen und Herren. Easy going, yeah. So, dann können wir hier Modusbildschirm. Wir können Start machen. Ich glaube, die anderen Modus haben wir jetzt eh schon freigeschaltet. Genau. Hack-Lehrling haben wir jetzt auf jeden Fall geschafft. Hack-Geselle. Hier muss man schon schneller hacken. Und immer auf die Gordos achten. Okay, Gordos. Okay, Gordos. Ach du Scheiße. Mann, ist das zum Kotzen hier. Also der Schwierigkeitsgrad, der ist richtig zum Kotzen. Der ist zum Kotzen. Der ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Aber hier will ich genauso Erster werden, also let's go. Ist das zum Kotzen? Ist das zum Kotzen, meine Damen und Herren?
Ist das ein Kotzmodus? Mann, ist das zum Kotzen hier! Nein, ich war... Oh Mann, Junge, der tryhardet man einmal und trotzdem kriegt man es nicht hin. Als ob man, wie schnell sind die Typen? Sind... Ja, das sind ja auch Computer, guck mal. Junge, wie willst du da noch schneller hacken? Das funktioniert doch kaum, Alter. Yes. Junge, machst du ja Fehler, ist ja klar, Alter. Wir sind keine scheiß Bots. Aber ich hab's geschafft, weil die verkackt haben, zum Glück. Puh. Haben wir doch noch geschafft. Aber ich gewinne eigentlich nur, weil die anderen verkackt haben. So wie immer. Hackgeselle haben wir auf jeden Fall geschafft. Jede Menge Gordos und Raupen. Hier musst du hacken wie ein Weltmeister. Ach du heilige Maria. Wobei ich... Ja, ich halte lieber meine Fresse. Ich halte meine Fresse. Ach komm, ey, ist doch zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Das ist komplett zum Kotzen. Geil, ich kann spammen. Nee, der andere ist schneller. Ja, die sind alle schneller als ich. Als ob man das hier hinkriegt. Wie soll das denn funktionieren, Alter? Puh. Also das... könnte eine schwierige Geburt werden. So am Anfang tue ich mich ja nicht schlecht anstellen, aber irgendwann... Naja, es ist einfach... selbstverständlich, dass du da hier Probleme hast, Alter. Das ist doch einfach unmöglich, Mann. Kannst doch nicht so ewig schnell sein. Das funktioniert doch nicht, Mann. Das Spiel, bitte. Dass du hier spammen kannst bis zum geht nicht mehr, oder was? Na, nee. Also hier müssen wir einfach nur Glück haben, dass die anderen verkacken und dann werden wir hier schon irgendwie erster. Aber so, das ist überhaupt nicht der Fall. Mann, ist das zum Kotzen hier. Ey, dass du irgendwann Fehler machst, ist doch klar, Alter. Yes. Ja. Guck mal, wenn ich langsam hacke, dann kriege ich wenig Punkte. Dann habe ich davon ja auch nichts. Ja. Das bringt nichts. Oh mein Gott, ist das zum Kotzen hier. Ich muss schnell hacken, es ist scheißegal. Es juckt die auch nicht. Ganz ehrlich. Es ist doch zum Kotzen, Alter. Hier musst du einfach nur spammen, bis zum geht nicht mehr. Es juckt überhaupt nicht. Na, es ist zum Kotzen. Oh, wir haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, ey, meine Güte. Ja, die anderen haben verkackt. Herzlichen Glückwunsch, endlich. Puh. Juckt mich absolut null. Wir haben es hier geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Hackmeister und Sternslam-Helden. Beides abgeschlossen, 96%, meine Damen und Herren. Ja, ich denke mal, die Erinnerungsbilder werden auch ein paar Prozente geben. Ja, also...
100% wirst du hier sonst nicht erreichen, außer die Erinnerungsbilder zählen gar nicht zu 100% und die ultimative Auswahl macht trotzdem 100%. Dann jucken mich die Erinnerungsbilder auch ein Scheißdreck, dann guckt euch auf jeden Fall auf YouTube was an. Ich will hier nur die 100% haben, die Galerie ist mir eigentlich völlig egal, weil guck mal, wir bekommen ja nicht mal, wir bekommen von den Minispielen auch keine Puzzlestücke. Bedeutet, ich müsste hier 1000 Mal irgendein Level vom Story-Modus spielen oder von diesem Modus hier mit Fragezeichen los da, Alice, um euch alle Erinnerungsbilder zu zeigen. Tut mir leid, also darauf habe ich irgendwie auch keine Lust, wenn es eh nicht zu 100% gehört. Nichtsdestotrotz, ultimative Auswahl, erstmal im nächsten Part, morgens nichts mehr, tschüss.